Dann wieder einblenden. Ausblenden, einblenden. Hey. Hoffentlich haben schon genug viele das gemacht, dass man skippen kann. Mal schauen. Ja, sieht shitter aus mit... Nee. Ja, man kann es skippen. Geil. Ja, Adventures ist so eine Art Trainingssimulation, whatever. Man halt die Simulation durchspielt. Es gehen eigentlich prinzipiell immer alle denselben Weg. Im Band von Weiß ist es üblich, dass man 2 Rest 1 respektive Intro skippt, danach 2 einwählt, so die Rotmond-Marodeure, und danach dann beim den Geröllstadtrempler den Ruf hoch macht. So kommt man relativ fix durch. Man lässt auch die ganzen Trash-Mobs hier eigentlich weg, hüpft direkt runter. Wie man hier auf der Map sehen kann, ist hier unsere erste Station. Springen alle runter. Wie man sieht, hat einer Aggro, hat gepullt, aber ist egal. Sollte es überleben, wenn er schnell genug läuft. Respektive, ich reite ihn hier kurz hoch. Patsch. Jo. Wie ihr seht, heilen ist, wer es noch nicht wirklich kennt. Heilen ist wie halt auch Schaden machen eigentlich mit den Telegrafen. Ist zum Teil ein bisschen tricky, dass alle Leute drinstehen. Ich habe jetzt mit einem Spellslinger noch ein Skill namens Runenheilung, die ich auf Fokusziele wirken kann, respektive Target nehme und halt wie man es aus anderen MMORPGs eigentlich kennt, dass man übers Target arbeitet. Aber es ist wie gesagt nur der Spell. Alles andere ist hier mit dem blauen Balken. Für alle anderen ist der Balken grün. Grün ist gut, rot ist böse. Grün drin stehen bleiben, im roten raus. Malzer hat ja hier relativ viele Telegrafen, nennt man das hier. Das rote und grüne. Und blaue für mich halt. Auch als Idee ist es so, dass die eigenen Telegrafen blau sind. Nur wenn halt der Heiler, respektive ich, den Telegrafen wirke, ist der für die anderen Spieler halt grün. Ja, wäre auch ein bisschen unsinnig, wenn man die nicht sieht, weil es ist relativ wichtig, dass man darin stehen bleibt. Jo, wie der eine jetzt hier gerade rausgelaufen ist. Schon wieder. Es hat ein immer mühsamer Heiler. Vor allem, ich habe jetzt hier die 2 und die 3, respektive die Heilungsströmung und die Regeneration, der Regenerationsimpuls, die casten relativ schnell. Das heißt, ich muss mich schon einigermaßen so hinstellen, dass die Leute dann auch abgedeckt werden. Weil mit meiner Runenheilung kann ich nicht so viel regenerieren, dass man so einen Hut hochkriegt. Erste Station haben wir hinter uns. Jetzt gehen wir wieder hoch zum Punkt 0 sozusagen. Dort können wir dann den nächsten Schritt auswählen. Theoretisch könnte man die Schritte jedes Mal anders wählen, dass man immer ein bisschen eine andere Reihenfolge hat, ein bisschen Abwechslung reinbringen, aber viele wollen hier halt Gold und Gold holen, und für Gold muss man halt in einer gewissen Zeit durch. Und das ist der schnellste Weg eigentlich. So, jetzt machen wir für die Allianz. Wie gesagt, zu Rest 1. Hier wieder Geröllstadt-Rempler. Dass wir hier den Ruf dann hochbringen.
Mal runter. Jetzt haben wir hier unten, oh Scheiße, hab ich vergessen, Gear zu drücken. Jetzt haben wir hier unten bei der Brauerei. Spawn dann, respektive werden dann die Krücken werden dann feindlich. Man sieht es gerade hier hinten. Müssen wir hier einfach die Gruppen umhauen. Ja, nichts Weltbewegendes. Erste Gruppe down. Sieht man hier auf der Map, sieht man immer schön, wo die nächste Gruppe ist. Ist noch relativ gut gemacht. So, Mess Heiler, man sieht, ich habe hier nicht viel zu tun. Kann euch also schön voll labern. Dann wenn der Tank, man sieht meine HPS an. Hab hier nicht viel zu tun. Ja, das ist in den Instanzen, respektive in den Dungeons, ist das, sieht das ganz anders aus. Da haben wir alle Hände voll zu tun. Ich war erst gerade dessen, als über Miral hier alles Heiler drin. Das war schon, hartes Stück Arbeit. Wie gesagt, war mit den Telegrafen. Es ist halt relativ schwierig, vor allem springen die Leute meist dann raus aus den Voids, wenn ich halt mit dem Telegrafen da stehe und den durchcaste. Ja, 2,3 HPS ist in der Instanz an der unteren Grenze. Hier ist schon fast viel. Die Instanzen sind schon recht hart. Vor allem mit dem Raid Key muss man auch, wie gesagt, die ganzen Adventures auf Silber abschließen. Und danach muss man, glaube ich, so ein Event durchmachen als nächstes. Und danach dann die ganzen Instanzen auf Silber durchmachen. Das Blöde ist, dass es einem nichts bringt, also respektive es bringt einem schon was, Equip und alles, aber es bringt für die Raid-Prequest nichts, wenn man die Instanzen vorher schon durch hat, respektive die Adventures. Die Zellen werden einem erst angerechnet, wenn man den Schlüssel hat und bei der Quest steht. Weil ich hatte vorhin eigentlich auch schon alle Instanzen, Adventures hier auf Silber, respektive Gold habe ich jetzt die meisten. Und als ich den Schlüssel bekommen habe, musste ich halt ja wieder sozusagen von vorne anfangen mit dem ganzen Zeugs auch Silber abschließen. Ja. Aber klar, man bekommt hier Equip und alles. Also so schlecht ist es. Sind die Instanzen, Dungeons nicht. So, jetzt sind wir hier unten auch wieder fertig. Gehen wir wieder zum Punkt 0 hoch in das Hütchen. Ja, es sollte ein bisschen laufen, aber hier hält sich dann Grenzen, wenn man den Track von Joch Grab anschaut. Dort ist es schon recht heftig mit dem Laufen. Hier nehmen wir wieder Allianz und auch wieder ein geröllter Rampler. Ach ja, was hier unten der Ball
Was ich noch sagen wollte, ist, ab Level 50 kann man so wie die EP die angemmt farmen. Respektive bekommen anstatt die Erfahrungspunkte, bekommen dann die Ahnenpunkte. Da hat man ein wöchentliches Cap, das heißt, man kann in der pro Woche 140 von diesen Ahnengemmen holen. Ja, ist eigentlich relativ fix erreicht, ich war jetzt halt die Woche nicht wirklich da. Reset ist jeweils Dienstag um 11 Uhr, deshalb bin ich jetzt hier auch noch da, weil ich noch die 18%, 28%, Entschuldigung, machen will, soll, whatever. Ja, und für den Raid-Schlüssel, den ich hier habe, den Genesis-Schlüssel, braucht man 150 Ahnenpunkte, um den zu kaufen. Der ist halt für die Raid-Prequest ja, ein Muss. Respektive, wenn man raiden gehen will, muss man den kaufen. Das heißt, man ist eigentlich, wenn man 50 ist, schon mal zwei ID-Wochen damit beschäftigt, für den Schlüssel zu fahren. Ich kann irgendwann da mal die ganze Prequest verlinken. Das ist schon nicht ganz ohne. Aber ja, das tut man nicht alles, um Content ranzugehen. Boah, jetzt habe ich eine Void abgekriegt, schade. Es gibt auch Leute, die pullen hier drei Gruppen zusammen. Tank hier nimmt es noch relativ gemütlich. Mal schauen, ob die Mobs hier hinten diesmal verpackt sind. Nein, sieht nicht danach aus. Letzten Run, den ich jetzt hier drin war heute, waren die Mobs hier hinten verpackt. Das heißt, sie waren nicht angreifbar. Ah, er kommt. Ich dachte schon, ich hätte den Teufel heraufbeschworen. Das hat mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht, der Typ, der da hinten stehen geblieben ist. Jo. Und die zweite Währung, die man mit 50 respektive hier drin relativ gut farmt, ist Ruhm. Gesagt, war heute wieder eins drin und jetzt ist weiter schon wieder über 5k Ruhm. Ich war vorher unter 1k, weil ich ja Deko-Kram-Scheiße gekauft habe für mein Haus. Ja. Ansonsten gibt relativ gut Gold pro Run. Circa 20-30 Gold. Wenn man dann noch ein paar Items bekommt, die man verkaufen kann, ist es noch besser. Ja, und es ist halt immer die Chance da, dass bei Absilber dann die Epics droppen. Die blauen Teile aus den Instanzen sind zwar besser, aber ja, das sind halt Epics. Aber die Instanzen, da muss man das Zeugs auch hart erarbeiten. Jo, cool. Ist auch schade, dass man immer wieder rangezoomt wird, wenn man auf den Scheiß Mount. Dass wir tief auf das motorradmäßige Teil hier steigt. Ein bisschen nervig. Oh, sind heute alle im Nullpunkt. Wir haben jetzt hier die optionalen Sachen nicht gemacht. Jo, jetzt nehmen wir Drache. Optional hätte man hier hinten noch die Motorräder zu rennen. Ist halt für Gold so ziemlich relevant. So, jetzt müssen wir hier hoch. Der ist auch ein bisschen. Ja, ja. Hat ein paar kleine Details hier, wo man beachten sollte, damit es hier geschmeidiger geht.
können das Ganze hier ein bisschen abkürzen. Hier einfach raufspringen. Wenn sich nachher alle Leute hier hinten hinstellen, so Richtung Konsole, kann man nachher schön hier dann gleich links durch und dann pullt man die rechte Gruppe und so nicht. Weil der Mob, der hier befreit wird, der geht links durch. Und man sieht es hier von beiden, kommen hier die Mobs reingerannt. Und wenn man halt zu weit vorne steht, zu weit rechts, dann pullt man die halt. Eigentlich nicht weiter tragisch. So, da hat es einer geschafft, den zu pullen. Wie gesagt, nicht weiter tragisch eigentlich, ist halt einfach Zeit. Zeit ist Geld. Und Zeit hat hier niemand. Jo, wenn man den anderen noch sehen würde, könnte man den noch heilen. Perspektive, wenn er aus dem Star Voids rausgeht. Ja, es ist halt alles ein bisschen chaotisch, wenn man beide Seiten hier pullt. Wegen den Voids. Perspektive Telegrafen, Voids, whatever, die roten Dinger halt. Ja. Ist halt alles Schaden. Wenn man die halt zur richtigen Zeit interrupt, werden die lila. Und wenn die lila sind, crittet eigentlich alles. Halt mehr DPS, den die Leute rauflassen können. Und die Mobs sind schneller down. Ja, aber bis jetzt läuft es eigentlich relativ geschmeidig. Es gibt hier auch immer welche wieder solche Spezialisten, die die rechten hier oben auch noch mit runterpullen. Ich frage mich auch immer, wie die das anstellen, aber es scheint zu gehen. Oh, der Kategorie ist wenig live. Aber ja, der Heal war durch. Wie immer, Heiler ist nie schuld. Normalerweise verlange ich ja auch 10 Gold, damit ich die Leute heile. Aber heute habe ich es umsonst gemacht, weil ich testen wollte. Jo, das Teil hier, Waffenmodul, droppt auch immer. Jetzt hier hat der Schneesturm eingesetzt. Man sieht hier oben die Körpertemperatur. So, die Körpertemperatur geht runter. Wenn die einen gewissen Punkt erreicht hat, wird man sozusagen, ja, wie jetzt bei mir, wird man betäubt, scheiße. Jo, muss man halt dann, je nachdem, halt die Taste drücken und dann wird man wieder freigelassen. So, hier nehmen wir die kriminellen Machenschaften. Das ist jetzt hier unten. Auch wieder Richtung Bar. Müssen glaube ich hier gewisse Dinge markieren. Oh. Bin ich mir ganz sicher. Perspektive, nee, wir sammeln hier Chips ein. Dabei darf er halt nicht die Polizei erwischen hier unten. Sonst kriegen wir Ärger. Autsch. I want
Wenn sie dich im Target haben, einfach schnell laufen. Ja, das ändert auch immer wieder. Jetzt müssen wir. Ach, wir sind runter. Ja, wenn man Salto macht, kann man sich aus dem Stun, die einem da die Polizei auferlegt, wieder von uns wieder entfernen sozusagen. Und dass man CC-Break nutzen müsste. Muss. Oh, jetzt sind wir wieder alle runter. Weil wir hier zum Schiff dort hinten müssen. Das Motto hier ist, glaube ich, heute hinterm Heiler an der Front. Der Heiler ist zuerst. Oh, hier gibt es auch einen kleinen Trick, weil man muss in den hinteren Teil. Oh, scheiße, die Wache. Kann die Pats hier umgehen, jetzt hat er sie schon gepullt, indem man eigentlich nur, wenn die vorbei sind, hier in die Mitte läuft. Kann man die ganzen Pats hier umgehen. Klar ist ein bisschen Geld, den man einbüßt sozusagen, aber es ist halt Zeit, dass man irgendwo Zeit verloren hat und noch Gold machen will etc. oder halt einfach schnell durch will. Kann man hier dann einfach in die Mitte, dann warten und dann gleich auch wieder durchlaufen. So wie jetzt. Und kurz durchspenden. Und schon hat man ein bisschen Trash umgangen. Im vorderen Raum muss man dann auch nicht den ganzen Trash machen. Aber erkläre ich dann nachher gleich, wenn es soweit ist. Indem man halt wirklich nur explizit eine Seite, sich für eine Seite entscheidet. Muss man die rechte Seite nicht leer machen. Und meistens ist halt die linke Seite, die man nimmt, weil hier hat es nur einen fetten und nicht wieder drüben. Ihr versteht. So, jetzt wird der Boss dann gleich hier nach unten gepult. Wenn man zu weit oben ist, ach, ich erkläre es im Kampf, ist besser. Ja, man pullt ihn hier runter. Hat man auch mehr Platz, um den Voice auszuweichen, weil es kommen zwischendurch dann noch Ads. Der labert die hier jetzt noch ein bisschen. Die Leute sind halt ungeduldig, man sieht's. Der Tank hat ihn jetzt hier runtergepult. Ich wurde jetzt hier in der Bombe festgemacht. Muss man halt den Treffenden dann raushauen. Haben wir nicht viel Life, die Bomben hier. Als Heiler ist es halt nur ein bisschen doof, sich da selber rauszuprügeln, weil ich habe nur Heilzauber dabei. Sind einige nicht schnell genug rausgekommen. Aber der Heiler regelt's ja. Der Heal war doch. Ja, wenn man hier halt den Häusern stehen bleibt, machen schon recht Schaden. Wie gesagt, der Boss geht jetzt immer wieder da hoch, wenn man zu weit vorne steht. So wie ich jetzt und der Tank. Bekommt halt das und die Enten bekommen das Ganze nicht ab.
Deshalb zieht man den hier nach unten. Bisschen Movement, das man einsparen kann. Weil Movement ist hier ein Walzer schon relativ gefragt. Also, wenn man Movement faul und halt ja, ist dann das Walzer nicht wirklich. Jo, jetzt haben wir es alle erwischt. Uns ist halt auch Schaden, der noch reinkommt. Ja, nicht wirklich tragischen Schaden, aber ja. Wenn man einen schwachen Heal dabei hat, dann kann das unter anderem schon natürlich sein. So, sind wir hier dann schon wieder fertig. Jetzt können wir wieder raus zum Nullpunkt. Schauen wir, ob die Pat hier ist. Ach, die ist hier hinten. Die droppen auch hier immer. Der doofe Schneelopp. Oh, ich hab einen tollen Tisch bekommen. Ja, Schneelopp Deko, epic. Ich habe schon zwei davon. In meinem Haus steht auch schon einer und ich habe schon da vier verkauft davon. Ja. Ist wenigstens ein Epic gedroppt, ne? Ist ja nicht so, als würde es eigentlich so gut wie jedes Mal droppen. Ja, man kann es zwar recyceln, kommt aber nicht wirklich was Gutes dabei raus. Und 1 Gold 84, joa, naja. Immerhin habe ich einen geilen Tisch wieder bekommen. Einen runden, den ich bei mir im Haus auch schon zwei davon habe. Hat noch Style. Finde ich jetzt. Ansichtssache. Ja, wir nehmen jetzt hier den Weg durchs Wasser, weil wir hier nach hinten müssen. Optional könnte man noch die Motorräder holen, aber das Wasser ist halt schneller. Dabei muss man halt aufpassen wegen der Körpertemperatur. Aber wenn man sich ein bisschen beeilt, ist kein Problem. Ja. Aber hiermit sind wir eigentlich schon bald am Ende des ganzen Adventures hier. Ich muss sagen, der Stream hält. Gefällt mir. Hoffe, euch gefällt es auch. Kann mich hier dann öfter hier öfters lauschen. Bei mich herziehen, whatever. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier alle rein. Sobald hier alle drin sind, können wir das so gleich dann auch bald wieder alle raus. Sind alle da. Warten auf mehr. Hier unten ist es. Kommen dann gleich die zwei hier, werden dann aggro, ja, werden dann ganz böse, wollen uns verprügeln. Danach wollen dann die ganzen anderen hier unten dann auch noch uns aufs Maul geben. Und ganz am Ende dann hier der Boss noch persönlich. Jo, hier sieht man schon, Tankpult hier gleich die drei zusammen. Ja, können nicht viel, außer halt die Telegrafen. Kann man relativ gut interrupten. Ja, kommt nicht viel Schaden rein. Relativ gut wegheilbar. Ja, zum Boss werde ich dann während dem Kampf wieder ein paar Dinge sagen. Er ist eigentlich nicht schwer. Hat zwei Dinge eigentlich, die man beachten muss. Dann hat sich das von dem Typen dann auch schon wieder. Wir schauen, dass der Tank nicht abkratzt. Bam, Crit. Ja, die haben den Boss hier auch schon gleich gepult. Helden. Ach nee, ist nicht der Boss. Dann dampft. Endliche Fähigkeit wieder Boss. Entschuldigung, zu früh geflamed. Kann man ja erst pullen, nachdem die ganzen Ads hier eigentlich weg sind. Meinte ich. Jo, seine ist hier das Kreuz, das er machte. Kann man. Er hat zwei Schilder.
wegen dir hier, der ist easy. Das ist, ja, das Grüne, was er hier macht, das macht schon nicht schlecht Schaden, wenn man halt sich nicht hinausbegibt. Dann wegen der Fähigkeit hier, die er jetzt macht, macht er um sich herum und das macht recht gut Schaden. Deshalb kitet er den Boss, weil die halt jo, ein bisschen unterschiedlich halt kommt. Hat kein Deadly Boss mal zu den WoW und so. Wo das alles schon runtergezählt wird. Ja. Deshalb sollte man nicht hinterm Tank stehen, damit er nicht durch das Grüne durchlaufen muss. Weil das ist dann halt noch zusätzlich Schaden, was er bekommt zu dem ganzen AI-Effekt unter ihm. Wie ihr seht, der Stoffe hier hat es gerade voll abgekriegt. Das haut schon nicht schlecht rein. Aber es ist wegheilbar, wenn man nicht zu lange drin steht. Oh, da habe ich gerade eben gefehlt. Ich bin der Heiler, ich darf. Ja, das Heiler ist halt immer so eine Sache, weil man immer alle Leute heilen muss und ein bisschen aktiver sein muss. Und wenn halt der Strahl auf einem drauf ist, dann. Ja, dann sollte man sein, dass es hinterm Tank ist. Aber mein Gott, als Heiler muss ich es ja selber ausbaden. Meine Scheiße. Aber ja, er kann nicht viel, er ist auch schon down. Das ist eigentlich alles, was der hier kann. Das war jetzt eigentlich auch schon von dem Adventure. So. Der, Trini, der Tank, meinte eben Nice Group. Mal schauen, was es gegeben hat. Silber sollte schon drin gewesen sein. Gold, ach sogar Gold. Ohne die optionalen Sachen war Gold gekriegt. Boah, Loot mittelschwer. Oh, das nehme ich ja mit Mumm. Bisschen Wahrnehmung, also ich verliere mehr Fokus. Ja, toll, der andere hat's, der andere Stoff hat's bekommen. Oh. Schon wieder Schneelock. Das Urmuster, das bedarf halt immer wieder. Haben wir auch dann das Stoffi weggewürfelt. Toll, ich mag den Stoffi. Jo. Ist halt so. Oh, das war's dann schon von hier. Körper verlassen. Stehe ich wieder.